So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute nach langer Zeit wieder mal gemeinsam eine Runde Marquis von Sideroom Games. Von Jake Staines ist das Spiel und ihr fragt euch sicherlich, ja, warum jetzt nach ewigen Zeiten, das ist ja schließlich ein Kickstarter aus, ich glaube, 2019, warum jetzt wieder ein Let's Play von mir? Ganz einfach, das Ding kommt wieder und zwar auf Kickstarter. Anfang Februar ist es wieder geplant. Ich verlinke euch die Kampagne, noch ist ja noch keine Kampagne, sondern ein kommendes Projekt auf Kickstarter. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Anfang Februar soll es losgehen mit der Kampagne und zwar eine zweite Auflage. Im Prinzip das gleiche Spiel, vielleicht ein bisschen optisch aufgemotzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da genau kommt. Es steht hier nur Second Edition Reprint with New Content, also soll auch neuer Inhalt kommen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel neue Missionen kommen, dass zum Beispiel neue Safe Room Möglichkeiten kommen, vielleicht eine neue Ressource oder zwei und vielleicht werden auch ein paar Patrouillenkarten ergänzt, die das Ganze noch mal ein bisschen variieren. Aber das müssen wir uns überraschen lassen. Das soll es auch wohl für die Inhaber der ersten Ausgabe, die ich ja hier habe, auch als Erweiterungspack geben, um dann praktisch auf den aktuellen Stand zu kommen. Für mich ist es auf jeden Fall im Fokus. Das werde ich beobachten und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Erweiterung für die erste Ausgabe dann backen. Für euch müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Spiel dann erwerben wollt. Das wird, so wie ich es sehe, wird das sicherlich finanziert werden. Avisierter Preis soll $29 sein für die zweite Ausgabe. Dann kommt dann sicherlich noch Versand dazu. Ihr müsst also mit ungefähr, na, sagen wir mal, 30, 35 Euro rechnen, die das Ganze kosten wird. Und ich wollte euch noch mal zeigen, in Erinnerung rufen, ins Gedächtnis rufen und euch noch mal, bevor die Kampagne jetzt übernächste Woche losgeht, dann auch noch mal näher bringen, damit ihr euch für euch entscheiden könnt, ob ihr das Ganze unterstützt oder nicht, für diejenigen, die es noch nicht haben sollten. Okay, legen wir los. Für die, die es nicht kennen, es geht darum, wir sind der Widerstand, die Résistance im nazibesetzten Frankreich in einer kleinen Stadt, die hier mit ein paar Orten abgebildet ist. Und wir haben 2 Wochen Zeit, zwei Missionen zu erfüllen. Ich decke die gleich auf. Ihr seht hier einen Stern, hier 2 Sterne, eine leichtere, eine etwas schwerere Mission habe ich zufällig ausgewählt. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben im Moment zu Beginn 3 Resistance-Kämpfer zur Verfügung und werden die dann auf den Orten platzieren, wo wir verschiedene Aktionen durchführen können. Gleichzeitig läuft eine Milizpatrouille durch die Stadt. Auch die beginnt mit ein paar Patrouillenmilizen. Ich habe hier einen Moraltracker und einen Soldatentracker. Der Moraltracker zeigt mir hier eine Moral von 6 am Anfang für die Stadt, Widerstandsmoral sozusagen, und einen Patrouillentracker von 3. Das heißt, 3 Milizen patrouillieren anfangs im Prinzip auf der Jagd, auf der Suche nach meinen 3 Resistance-Kämpfern. Denen muss ich ausweichen, während ich diese Missionen erfülle und dafür die Ressourcen sammle. Die liegen hier auf der Seite. Das ist Medizin, das ist Nahrung, das ist Geld, das sind Informationen, Waffen und Sprengstoff. Und mit diesen Dingen muss ich versuchen, meine Missionen zu erarbeiten. Im Laufe des Spiels erkläre ich euch dann die einzelnen Regeln, die für den jeweiligen Schritt relevant sind. Legen wir einfach mal los, schauen uns die Missionen an. Die werden aufgedeckt und hier hingelegt. Und dann gucken wir mal. Die erste, die etwas schwierige, soll sein Assassination. Wir müssen alle Milizeinheiten eliminieren und das muss als letzte komplettiert sein. Wir dürfen also nicht erst anfangen, die Milizen zu eliminieren, bevor wir nicht die andere Mission erfüllt haben. Das wird heftig. Kann ich euch jetzt schon versichern, das wird schwierig, das zu gewinnen. Die hier ist eine etwas einfache Mission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Milice Parade Day. Deliver one weapon to Rue Barada. Das ist ein Ort hier oben links. On a Parade Day, 3, 6, 9, 12 und 14, 3, 6, 9, 12, 14, auf den orange markierten Tagen. An einem dieser Tage muss ich auf dieser Rue Barada eine Waffe platzieren. Und der Worker, also der Resistance-Kämpfer, der dann das tut, der wird dann auf jeden Fall verhaftet. Aber in dem Moment wird auch die Moral um 1 erhöht. Aber bevor diese Mission nicht erfüllt ist, ist die Strecke zwischen Rue Barada und Fans blockiert an Paradetagen. Okay. Das heißt, wir nehmen uns hier so einen Hilfsmarker, das sind einfache gelbe
Diese gelben Marker hier sind einfach Hilfsmarker, die kann man mal brauchen, um Missionen oder Orte zu markieren. Das ist ganz gut, den legen wir als Erinnerung hier hin und nutzen den dann später, um genau diese Route hier zu blockieren. Denn die Routen sind wichtig. Ich brauche für meine Resistance-Kämpfer abends am Ende der Mission, am Ende einer Aktion, auf jeden Fall einen Weg in ein Safehouse. Und das Einzige, was ich am Anfang des Spiels habe, ist halt dieses hier. Und ich brauche einen freien Weg an allen Patrouillen vorbei. Sonst verliere ich den Resistance-Kämpfer, dann wird er nämlich verhaftet. Okay, gehen wir es einfach mal an. Am Start legen wir los mit 6 Moral, 3 Workern und ich brauche auf jeden Fall Waffen und ich brauche auch hierfür Waffen. Das Einzige, was ich also wirklich brauche auf dieser Strecke, sind Waffen. Wie komme ich an Waffen? Ich kann hier Geld gegen Waffen tauschen und ich kann mir auf dem Airfield, auf den Radio A und Radio B, kann ich mir einen Airdrop anfordern auf diese Felder hier und kann mir Waffen liefern lassen. Okay, genau das werden wir versuchen. Der Trick ist jetzt, dass man sich den Rückweg offen halten muss. Und ein zentraler Rückweg ist dieses Feld hier, Pont-Levac. Da werden wir einen Worker platzieren und jetzt kommt die Patrouille ins Spiel. Und diese erste Milizpatrouille geht auf den Grocer, auf den Lebensmittelhändler. Ich lege die Miepel mal hin. Normalerweise werden sie hingestellt, aber für euch von der Kamera von oben sollten sie besser so zu sehen sein. Okay, ihr seht hier 3 Orte. Das ist bei der Patrouille der Fall, wenn der erste Ort wird in der, ja, steht als erster in der Präferenz, wird also genutzt, wenn er frei sein sollte. Wenn er besetzt ist, wird der zweite Ort aufgesucht und wenn der besetzt ist, auch der dritte. Und erst wenn alle besetzt sind, geht es ans Verhaften. Und das hoffentlich kommen wir nicht dazu, aber wenn, dann werde ich euch das genauer erklären. Okay, wir machen die Kette, setzen wir weiter zum Doktor. Nächste Patrouille wird platziert, wieder Grocer und jetzt haben wir den Fall, ist besetzt, also geht es zur Pont du Nord. Okay, die stören uns nicht, dann werden wir den nächsten und letzten Worker auf Radio A setzen. Und die letzte Miliz platzieren wir nicht auf Pont Levec, der ist nämlich erstmal besetzt, aber auf Black Market, da ist frei. Und der letzte wäre der Doktor gewesen, hatten wir Glück, dass der Black Market frei war. Gut, jetzt kommen die Aktionen, dieser hier kann nichts machen, kann aber nach Hause. Hat den Weg freigehalten, hat Schmiere gestanden. Der hier war beim Arzt, beim Doktor und hat sich Medizin besorgt. Und er hier fordert eine Delivery an, einen Airdrop auf ein Feld. Das ist eigentlich völlig wurscht. In den Regeln steht nicht genau zugeordnet, ob das Radio A nur auf dieses Feld liefert und über Radio B nur auf dieses Feld. Steht in den Regeln nicht. Es gibt eine App für Handy und Tablet, auf der man das auch spielen kann, das Spiel. Ich glaube, da ist fest zugeordnet, wenn man hier einen Drop anfordert, dass er auf jeden Fall auf A landet, auf diesem Feld landet. Und wenn man hier einen Drop anfordert, dass er hier landet. In den Regeln steht es nicht explizit. Okay, und auch er geht nach Hause. Und dann ist Aufräumen angesagt, Ende der Aktionsphase, Ende des Tages, nächster Tag. Und es geht weiter. Wir versuchen diesmal unser Glück hier oben, Radio B. Müssen aber einen hierfür abstellen für das Thema. Wir gehen erstmal hier hin und warten mal drauf, wo die Soldaten hingehen. Der erste geht zur Fence. Dann werden wir zum Browser gehen. Einfach mal versuchen. Er hier geht auf Radio B, das heißt, wir können das hier schon vergessen. Wenn wir jetzt Radio A versuchen sollten, kann die nächste Patrouille zum Doktor, dann hätten wir ein Problem. Sie könnte aber auch zu einem der anderen Felder, was ist möglicherweise passiert. Wir gehen einfach das Risiko ein, gehen dorthin und die nächste Patrouille geht zu Radio A, da ist besetzt Pont-Levec. Das macht uns was aus. Mist. Wir verlieren einen Worker. Schauen wir es uns an. Er hier sammelt die Waffe ein und kommt nach Hause. Er hier sammelt Lebensmittel ein und kommt nach Hause. Und er hier fordert den Drop an. Und jetzt ist es in den Regeln nicht eindeutig beschrieben. Meine Interpretation ist aber, dass der Drop immer noch passiert. Meinetwegen hierhin, völlig wurscht, weil er hat ja den Funkspruch abgesetzt. Er kommt aber nicht mehr nach Hause. Das heißt, ich kann zwar hierhin, aber jetzt ist jede Route über die Fence hier oben rum oder hier über die Pont-Levec besetzt. Das heißt, dieser Worker kommt komplett aus dem Spiel und damit endet der Tag. Und
Zeiler geht weiter. Das war Mist. Was wir machen müssen, ist jetzt uns einen neuen Mitkämpfer rekrutieren, damit wir wieder mit 3 oder 4 Leuten bestenfalls arbeiten können. Und genau das tun wir auch. Wir bleiben also hier unten. Einer geht aufs Feld, um sich die nächste Waffe zu holen. Und einer, da müssen wir wieder einen Miliz platzieren. Pont Levesque, das macht uns jetzt nichts. Der nächste geht ins Café. Die Patrouille geht zu Radio B. Und da wir noch eine dritte Patrouille setzen müssen, die geht zu Radio A. Okay, er hier holt die Waffe. Das kommt nach Hause. Er hier gibt eine Nahrung ab, rekrutiert damit einen dritten Kämpfer und beide kommen nach Hause. Ende des Tages, dritter Tag. Und jetzt ist ein Paradetag, das heißt, diese Route ist auf jeden Fall blockiert, egal ob da Patrouillen stehen oder nicht. Und die Mission beginnt wieder von vorne. Und wir können jetzt schon diese Mission erfüllen und ich glaube, das machen wir auch. Fence. Und dann platzieren wir den nächsten Doktor. Und jetzt ist der Patrouillenstapel aufgebraucht. Dann werden wir mischen und neu auslegen. Radio A, da wollten wir aber auch nicht hin. Rüber Radar. Und jetzt hoffen wir mal. Radio B, jawohl, das passt. Okay, Platzierungsphase wieder abgeschlossen. Weiter geht's. Aktionsphase. Er hier hat nichts gemacht. Er hier holt noch ein bisschen Medizin. Solange wir das können, machen wir das auch. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Und er hier liefert die Waffe ab und wird verhaftet. Das ist jetzt wieder der nächste Punkt. Das steht ja auf der Missionskarte, die wir eben gelesen haben. Die Waffe ist weg. Die Mission ist aber auch erfüllt. Fertig, wird markiert. Und dann können wir uns an die zweite Mission machen. Das wird schwer genug. Und dann werden wir mal schauen, was passiert noch. Genau, Ende des Tages. Alle sind zu Hause. Oder eben im Gefängnis. Patrouille, Tag geht eine weiter. Ach, und was ich vergessen habe, die Moral sinkt natürlich, weil mit jedem Erreichen eines orangefarbenen Feldes, eines markierten Feldtages, wird die Moral um 1 gesenkt. Die kann ich aber auch wieder heben, wenn ich zum Beispiel im Pur-Distrikt, im Armenviertel, Nahrung und Medizin abgebe. Das ist diese Möglichkeit hier. Und in die Richtung müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen was arbeiten. Das schauen wir uns aber gleich an. Was wir jetzt brauchen, ist auf jeden Fall nochmal einen neuen Rekruten, der uns unterstützt. Dafür brauchen wir Nahrung. Da gehen wir mal als erstes nach. Dahin. Pont Levesque. Und ja, gehen wir das Risiko ein. Nee, das gehen wir nicht ein. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich genau das hier mache, nach dem Motto, er holt die Nahrung und der Nächste gibt sofort alle Nahrung und eine Medizin wieder aus, um die Moral zu heben. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht machen, das Risiko eingehen. Und Waffen brauchen wir auch noch. Eigentlich müsste ich hoch zu einem Radio, aber dann ist mir der Black Market frei und der könnte blockiert werden. Das machen wir nicht. Wir verlängern einfach nur und machen da vielleicht auch nichts. Okay. Großer ist besetzt, Pont du Nord wird besetzt. Und die letzte Milizpatrouille, Pont Levesque, ist besetzt. Black Market ist besetzt, geht zum Doktor. Ja, und hätten wir den jetzt hier platziert, wäre jetzt der Black Market blockiert und dann wäre der Worker auch verloren gewesen. Also ist alles richtig gelaufen. Er hier macht nichts, kommt nach Hause. Er hier holt Nahrung, kommt nach Hause. Und fertig. Die Straße wird wieder frei. Habe ich eben noch vergessen, weil jetzt ist ja auch die Mission erfüllt. Nächster Tag. Er geht rekrutieren und er holt sicherlich noch mal Nahrung, die können wir brauchen. Also werden wir das Radio A, Nahrung, Radio B, ups, A und B vertauscht, macht nichts, Ergebnis ist das gleiche. Und die dritte Milizpatrouille geht zum Großer, der ist besetzt, dann geht es zum Armenviertel. Okay, er hier gibt eine Nahrung aus, bekommt den letzten Worker. Er hier holt wieder eine Nahrung, kommt auch nach Hause und der Tag ist rum. Und jetzt geht's
los. Und hier Tag 6 wieder mal einmal die Moral senken. Und ihr seht es, ja, vielleicht seht ihr es, wenn ihr reinzoomt. Hier steht es auf jeden Fall neben der schwarzen 4 unten auch eine rote 4. Und das heißt, jetzt kommen 4 Milizpatrouillen, die zu platzieren sind. Und die Mission sagt, wir müssen alle Milizeinheiten eliminieren. Das heißt, wir brauchen 4 Waffen und eine haben wir. Fehlen also mindestens noch 3. Und wenn wir nicht aufpassen, werden es auch 5 hier unten bei der letzten Moralstufe, bevor wir verlieren. Das wird noch eine spannende Geschichte. Wir brauchen also Waffen und wir sollten die Moral hochhalten. Das Einfachste ist, wieder über Funksprüche dran zu kommen. Pont Levesque. Fence. Doktor. Fence besetzt Pont du Nord. Und dann Radio A. Einmal wieder mischen. Ich bin gespannt auf die zweite Auflage, ob ein paar mehr Patrouillenkarten dabei sind. Ein bisschen mehr Varianz reinbringen, denn man muss auch relativ oft mischen. So, Fence. Pont du Nord ist auch besetzt. Pont Levesque. Okay. Sind alle 3 besetzt. Er fängt wieder oben an und versucht zu verhaften. Kann er nicht, ist sein Kumpel. Kann er nicht, ist sein Kumpel. Pont Levesque. Tja, ist er hier. Er wird verhaftet. Verschwindet aus dem Spiel. Und das Schlimme ist, unser Spiel ist leider schon zu Ende. Nach wenigen Minuten, nach noch nicht mal einer Woche gespielt. Das ist verloren, das Spiel. Denn er hier sammelt jetzt seine Medizin ein, kommt aber mit der Medizin nicht nach Hause, weder hier rum noch oben rum. Und er hier kann vielleicht noch den Funkspruch absetzen und holt sich eine Waffe auf irgendeines der Felder, aber auch er kommt nicht mehr nach Hause. Und damit haben wir keinerlei Ressourcen mehr, keine Worker mehr, mit denen wir irgendwas machen können. Das Spiel ist kurz und schmerzlos verloren. Ja, ich glaube, mit den paar Minuten Spiel lasse ich euch nicht alleine. Wir legen einfach nochmal mit einem neuen Spiel los, setzen dazu alles nochmal zurück. Das ist jetzt auch im Setup nicht so aufwendig, dass ich jetzt stundenlang umbauen müsste. Zack, zack. Fertig ist die Laube. Hier oben Moral wieder auf. Und dann geht es einfach nur los mit neuen Missionen. Ich würde sagen, die beiden machen wir nicht. Die haben wir schon mal gemacht. Dann halten wir die einfach raus. Suchen uns 2 neue Missionen. Eine einfache, eine schwierige. Passt auch. Den Patrouillenstapel werden wir neu mischen. Und wir spielen einfach eine zweite Mission. Eine zweite Runde. So, Destroy the Train. Da brauchen wir 3 Sprengstoff. Und zwar neben der Geschichte. Wir haben Informationen erhalten, dass die Besatzung einige Panzer auf der Bahnstrecke transportieren wird, die an unserer Stadt vorbeiführen. Platziert Bomben, um den Zug zu zerstören, wenn der vorbeifährt. Deliver 3 explosives to this location. Wir müssen also hier 3 Sprengstoffpakete platzieren auf dieser Karte. Und diese Mission muss zwischen Tag 6 und 9 erfüllt werden. Okay. Jetzt haben wir die Wahl, ob wir uns die hier hinlegen oder hier hin. Ich lege sie mal hier hin an die Pont du Nord. Warum auch? Ist ganz einfach, weil die 2 Rückwege hat. Wenn Pont du Nord frei sein sollte. Und ja, das ist hier ein bisschen kürzer als hier rum. Schauen wir mal. Und hier ist es Officer's Mansion. Das ist die einfachere Mission. Der lokale Führungsoffizier hat ein schickes Haus besetzt. Wir müssen sicherstellen, dass er weiß, dass wir uns nicht hier feige verstecken. Wir müssen einen Worker on Rue Baradar platzieren, Pont Levesque und Pont du Nord, to write antifaschistische Graffiti müssen wir an die Wände schreiben. Dann müssen wir für Hilfsmarker platzieren, das sind die gelben da. Und sobald das an diesen 3 Orten, Rue Baradar, Pont Levesque und Pont du Nord passiert ist, da muss also jedes Mal einer platziert werden und macht dann, ja, Graffiti an einer der Wände, Hilfsmarker dran, dann ist es gemacht und sobald alle 3 Marker angebracht sind, muss dann ein Worker hier platziert werden
um hierher kommen, um die Mission zu vollenden. Also die letzte Markierung, die letzte Graffiti an die letzte Wand zu schreiben. Okay. Also geht es jetzt auf Sprengstoff sammeln, die drei Orte besuchen. Sprengstoff kriegen wir im Prinzip nur an einer einzigen Stelle. Das ist nämlich hier das Chemielabor. Das ist ein Safehouse, ein Spare Room, den wir erst noch bauen müssen, den wir gegen 2 Geld bauen müssen. Und dann brauchen wir Medizin, im Prinzip Medikamente, um aus dem Sprengstoff zu machen. Gut, dann werden wir uns erstmal auf die Suche nach Geld begeben. Geld bekommen wir auf 2 Arten, indem wir Medizin oder Nahrungsmittel hier auf dem Schwarzmarkt verhökern, das aber auch die Moral senkt. Oder indem wir das Ganze über Airdrops anfordern, denn da kann ich auch jeweils ein Geld anfordern. Das ist hier auf dieser, auf dieser Player Aid, auf dieser Spielerhilfe markiert oder beschrieben. Auf dem Airdrop kann ich One Money oder One Weapon oder 3 Food. Genau, das brauche ich aber jetzt nicht. Es geht auf die Royals. Legen wir wieder los, Tag 1. Vorne weg. Radio B, okay, dann ist die Orientierung zu Radio A klar. Dann geht es zum Doktor. Den Sprengstoff, den Medikamente brauchen wir sowieso, um nachher den Sprengstoff herzustellen. Sammeln wir gleich also mit ein. Die Miliz geht zum Grocer, zum Lebensmittelhändler. Quatsch. Jetzt habe ich gespoilert, das ist Mist. Radio A. Miliz geht zu Pont-l'Evêque, ist besetzt, Black Market ist frei. Gut, wir sind auf der einen Seite des Flusses, wir auf der anderen, alles fein. Pont-l'Evêque ist einer der Orte, an denen wir Graffiti anbringen müssen. Machen wir. Hier sammeln wir Medizin. Brauchen wir. Hier fordern wir einen Airdrop an. Money. Und alle wieder nach Hause. Der Tag ist vorbei. Nächster Tag. Gleiches Spiel nach von vorne. Wir sollten vielleicht. Wir müssen noch zu Rue Baradin und Pont du Nord, aber wir müssen den Sprengstoff möglichst schnell besorgen. Das heißt, Pont-l'Evêque, Radio A. Dann machen wir mal Folgendes: Dann gehen wir mal zum Black Market. Der hält nämlich auch den Weg hier rum offen und nicht nur hier rum. Wenn also der Großer gleich besetzt werden sollte, hätten wir hier noch eine Chance. Radio A, Rue Baradin. Okay, und dann setzen wir auf Radio B. Und ihr seht, da ist der Großer, der wird besetzt. Das macht uns aber nichts aus. Wir fordern den zweiten Airdrop an, der muss jetzt auf das andere Feld. Kommt nach Hause. Er hier kommt nach Hause und er kommt nach Hause. Okay, dann wird jetzt nächster Tag, nicht vergessen, dann wird jetzt einer hier zum Lebensmittelhändler gehen, eine Miliz zur Fence und dann verteilen wir auf die beiden Felder, Pont-l'Evêque und das andere Feld, Fence, Rue Baradin. Da sind wieder 3 Patrouillen unterwegs, passt alles. Aktionstag. Wir sammeln einmal Lebensmittel ein, kommen nach Hause und wir sammeln die beiden Geld ein und kommen auch nach Hause. Nächster Tag. Moral sinkt. Patrouillenzahl bleibt aber noch bei 3. Jetzt haben wir die 2 Geld, die wir brauchen, um den Chemiker zu bauen. Wir haben 2 Möglichkeiten für den Chemiker. Das ist einmal dieser, nee, 3 Möglichkeiten sogar. Dieser Spare Room, dieser oder jener. Er hier ist am einfachsten zu erreichen, am kürzesten und ich glaube, da gehen wir auch hin. Großer, Radio B, dann Spare Room, gucken, was wir mit unserem dritten machen. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die sinnvoll sein können. Großer ist besetzt, Pont du Nord. Ja,
wir probieren es einfach direkt beim Doktor. Wir brauchen ja nochmal Sprengstoff und dafür brauchen wir Medizin, Medikamente. Also holen wir jetzt dann auch die Medizin dort. Und er geht zu Radio B, ist besetzt, Großer ist besetzt, Black Market. Nein, das passt. Gut, legen wir los. Hier wird Medizin gesammelt, haben wir, er sammelt Lebensmittel ein, haben wir auch. Und er gibt Geld aus und wir bauen den Chemiker. Das Geld ist weg. So, jetzt ist der Chemiker für uns bereit, Sprengstoff zu verarbeiten, herzustellen aus Medikamenten. 3 müssen wir abliefern. 2 können wir uns schon leisten. Wir brauchen noch ein drittes. Das funktioniert aber, indem wir nämlich jetzt hingehen und mit dem nächsten Tag. Wir machen das gleiche im Prinzip nochmal wie eben auch. Radio B, Chemiker, Großer ist besetzt, Poor District. Und jetzt ist die Frage, ob wir es uns jetzt erlauben können, zum Doktor zu gehen, weil die Pont Levesque ist noch. Ich würde sagen, wir können es uns nicht erlauben, sondern wir könnten uns noch einen vierten Kollegen nehmen, wobei dann auch direkt die Zahl der Milizpatrouillen steigen würde. Denn das ist immer mindestens so viel wie auch Resistancekämpfer unterwegs sind. Wenn ich also jetzt einen vierten Resistancekämpfer mitnehme, würde auch schon am Tag 5 die Zahl der Milizen auf 4 steigen. Das würde sie ohnehin, wenn die Moral weiter sinkt. Wollen wir das schon einen Tag früher machen? Ja, das machen wir mal. Komm, probieren wir es aus. Okay, und die letzte Miliz. Bonde weg. Seht ihr, wäre ich zum Doktor gegangen, wäre jetzt der Rückweg versperrt. Das ist nicht gut. Also haben wir das hier. Aktion, er gibt Nahrungsmittel aus und wir bekommen einen vierten. Und dann holt er Nahrungsmittel wieder rein und er gibt ein Medikament aus und bekommt dafür ein Sprengstoffpaket und kommt ebenfalls nach Hause. Und jetzt sind wir am Tag 5 und haben einen Tag früher schon vier Milizen gegen uns. Hilft alles nichts. Wir müssen weiter nach Bomben arbeiten und zwar insgesamt 3. Das heißt, er hier geht über die Pont Levesque. Radio A wird besetzt. Dann blockieren wir erstmal den Großer. Radio A oder Rue Baradar werden besetzt. Er geht zum Doktor, dann wird die Fence besetzt, ist gar nicht so schlecht und, achso, jetzt habe ich den von hier unten genommen, das darf ich ja gar nicht, das ist ja die stille Reserve. Nehmen wir den zurück und er geht zum Chemiker, um die nächste Bombe zu holen und er besetzt Pont Levesque, kann er nicht, Pont du Nord. Gut, so funktioniert's. Er sammelt wieder Medikamente ein. Er kommt nach Hause, er sammelt Nahrungsmittel ein und er gibt wieder ein Medikament aus und holt wieder eine Bombe. Fertig, das hat funktioniert. Und jetzt sinkt die Moral wieder und jetzt hätten wir ohnehin 4 Milizen. So, wir müssen noch einmal rüber zum Chemiker. Und ansonsten müssen wir jetzt noch ein bisschen Graffiti sprühen und dann, wenn wir die Bomben haben, oben abgeben. Also bauen wir erst die Richtung zum Chemiker auf. Fence. Dann gehen wir zum. Dann machen wir jetzt mal die Pont Levesque frei. Mal schauen, dass wir die nicht verlieren. Sie wäre nämlich sofort besetzt worden. Pont du Nord, dann können wir da auch kein Graffiti sprühen gehen. Dann gehen wir erstmal zum Chemiker und warten mal ab, wo die nächste Patrouille hingeht. Großer Pont du Nord Fans. Das war nicht gut, was jetzt hier passiert. Der Große ist besetzt.
Pont du Nord ist besetzt, Fens ist besetzt. Also fängt er an, vorne zu verhaften. Also wird er verhaftet, er kommt nicht zurück, aber er kommt unverrichteter Dinge zurück. Aber ich muss noch den hier platzieren, den platziere ich beim Doktor. Und er geht auf Radio B. Ja, die beiden sind weg, raus aus dem Spiel. Und er kommt wenigstens noch mit einem Medikament zurück. Das war nicht gut. Die nächste Runde. Es bleibt nichts. Wir müssen weitermachen. Wir gehen zum Großer. Er geht auf die Fans. Wir gehen zum Chemiker. Wir holen uns nachher noch den Rekruten hier aus dem Café. Aber erstmal holen wir uns die dritte Bombe. Radio B. Fans rüber Radar. Pont le weg. Gut. Als verlieren wir die wenigstens nicht. Also geht es hier wieder weiter. Einmal Chemiker. Medikamente abgeben. Bomben holen. Ab jetzt brauchen wir den Chemiker auch nicht mehr aufsuchen. Er holt nochmal Lebensmittel. Zack. Das war der sechste Tag, der siebte. Und jetzt müssen wir langsam auch mal die Bomben abgeben zwischen dem sechsten und neunten Tag. Es wird schwierig mit zwei Workern, denn einen würde ich gerne hier platzieren, um den nächsten zu holen. Aber was macht der zweite? Der könnte ja zum Großer, da kann aber nichts mehr kriegen, weil wir haben nur vier Lebensmittel und die haben wir alle schon. Die könnten wir ausgeben mit dem Medikament zusammen am Pur District, um die Moral wieder zu heben. Aber dann ist der Rückweg fraglich, denn es wären nur zwei Felder oder ja, die zwei nötig, um den Rückweg abzuschneiden. Und wir haben vier Milizen zu platzieren. Ich glaube, wir gehen das Risiko nicht ein. Wir holen uns ihn hier. Mal schauen. Er geht auf den Großer. Dann setze ich den auf die Pont weg. Da passiert zwar nichts, aber ich muss ihn irgendwo hinsetzen und ich will ihn nicht verlieren. Radio A. Black Market. Und ich muss noch einen Milizen platzieren. Rüberradar. Radio A war ja schon besetzt. Rüberradar ist die nächste. Vier Milizen sind platziert. Alles gut. Okay, er gibt Nahrungsmittel aus und bekommt einen Kumpel dazu. Er kommt unterverrichteter Dinge zurück. Und wir haben drei, mit denen wir jetzt wenigstens ein bisschen was machen können. Die Moral senken bringt nichts. Ich grüle gerade ein bisschen. Wenn ich die Moral senke, bekäme ich im nächsten Zug eine Miliz weniger, weil ich die Moral wieder auf 5 heben würde. Aber gleichzeitig würde ja auch mit Tag 9... Ich muss also jetzt die Bomben abgeben, würde mit Tag 9 die Moral wieder sinken und damit würde ich wieder 4 bekommen. Also würde die Moral, also würde das hier vergebliche Liebesmühe sein, das jetzt ausgeben zu wollen. Also konzentrieren wir uns auf das Abgeben der Bombe und auf das Sprühen des Graffitis an der Pont du Nord. Wir belegen erstmal die Pont du Nord. Dann wird Radio B belegt. Wir überlegen uns noch, welchen Rückweg wir uns frei halten, denn auf welcher Seite des Flusses. Wir gucken mal. Wir legen jetzt die Bahnstrecke rüber Radar. Na, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich kann ihn nur auf den Großer oder Pont le weglegen, um dann zu hoffen, dass nicht der jeweils gleichlaufende Black Market oder der Pur District noch blockiert werden von den noch zwei verbleibenden Milizen, die ich legen muss. Puh. Das ist jetzt echt ein Glücksspiel, Leute. Das ist echt ein Glücksspiel. Ich lege ihn mal auf die Pole weg. Zwei müssen noch platzieren. Großer. Aha.
Pont l'Evêque, Pont du Nord, Doktor. Ha! Mehr als Glück gehabt. Das hat jetzt funktioniert. Gut, dann legen wir los. Wir sind auf Tag 8, geben den Sprengstoff ab, haben die Mission erfüllt, holen ihn nachher nach Hause über diesen Weg. Passt. Dann markieren wir hier noch die Pont du Nord mit dem Graffiti, was gebraucht wird für diese andere Mission. Holen ihn zurück, passt und er kommt zurück. Schwein gehabt. Die kommen alle wieder zurück. Der Tag geht eine weiter, die Moral sinkt auf 3. Und wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir das hin. Wir müssen jetzt zur Rüberradar noch Graffiti anbringen. Dafür reichen uns die 3. Großer. Dann zum Doktor. Dann geht auf die Fans. Und Rüberradar muss ich hin. Dann geht Pont l'Evêque. Black Market. Und der 4. geht zu Radio A. Das sieht gut aus. Wir erfüllen hier den letzten Teil der Mission, der Vorbereitung für die erste Mission hier. Holen uns unterwegs noch Medizin ab beim Doktor und kommen alle wieder nach Hause. Und sind am Tag 10. Und jetzt ist es im Prinzip egal, denn jetzt haben wir auf jeden Fall gewonnen, denn hier oben seht ihr dieses Symbol und das heißt, dass der Arbeiter, der hier platziert wird, nicht zurückkommen muss, um die Mission zu erfüllen. Das heißt, auch wenn dann auf dem der Rückweg blockiert wäre, hätten wir gewonnen. Sieht gut aus, machen wir auch. Wir platzieren ihn direkt dort. Hier kommt eine Milizpatrouille hin, aber die stört uns dann auch nicht mehr. Den nächsten platzieren wir auf der Pont l'Evêque. Machen wir es noch offiziell fertig. Pont l'Evêque, Pont du Nord. Dann platzieren wir noch einen beim, keine Ahnung, ist jetzt eigentlich völlig egal, hier beim Pur District meinetwegen. Dann sind wir beim Großer und der letzte Miliz kommt zu Radio A. Hier platzieren wir das letzte Graffiti, haben die Mission erfüllt. Von mir aus können wir hier auch nochmal die Moral heben, indem wir im Schwarzmarkt ein bisschen Essen und Medikamente verkaufen, heben die Moral wieder ein bisschen an. Er kommt nach Hause, er wird verhaftet, macht aber nichts. Die beiden Missionen hier oben sind erfüllt. Wir haben das Spiel gewonnen und das an Tag 10. Auch nicht schlecht. Ihr habt gesehen, wie nah Verlieren und Gewinnen bei diesem Spiel beieinander liegen. Wie gesagt, für den, den es interessiert, kommt demnächst auf Kickstarter. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand soll es der 2. Februar sein. Es gibt hier die Wiederspielbarkeit, die sich ergibt, ist aus der Varianz des Patrouillendecks, also dadurch, dass das gemischt wird regelmäßig und wie man und auch davon abhängt, wo man seine Mitarbeiter, seine Worker platziert, welche Felder jeweils belegt werden und natürlich aus der Kombination dieser Missionen. Da gibt es durchaus, wie ihr gesehen habt, auch sehr einfache und sehr schwierige Missionen und auch Konstellationen, die es dann auch unmöglich machen zu gewinnen. Auch das passiert. Ich bin gespannt, was die Erweiterungen angeht, die dann kommen sollen. Da sollen ja sowohl neue Missionen als auch, ich glaube, neue Safe Houses oder Spare Rooms kommen. Ich bin wirklich gespannt, was das gibt und wie teuer das werden wird. Da kann ich euch leider noch nichts zu sagen. Bei mir kommt es immer wieder auf den Tisch, das Spiel. Ist mal eben schnell gespielt. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht mal, wie lange wir jetzt unterwegs waren. Ich schaue mal eben gerade auf der Kamera, das Bild wackelt mal kurz. Da wird es noch nicht mal angezeigt. Doch, da, 40 Minuten sind wir jetzt dran, haben 2 Runden gespielt. Also mit 20 Minuten. Ich habe vorher ein bisschen gelabert über das Thema. Mit 20 Minuten sind wir da jetzt pro Runde ganz, ganz gut dabei. Und das passt auch mit den Angaben auf der Packung. Ich schaue nochmal nach. Jawohl, hier steht es. Ein Spieler, 14 plus, 30 Minuten. Also wir sind ein bisschen schneller gewesen jetzt sogar, trotz der ganzen Erklärungen von mir. Das Artwork, mir gefällt es. Es ist nicht das Allermodernste, es ist schick klassisch gemacht und die Qualität der Miepel und der Holzmarker und Karten, das ist richtig toll. Auch das Board ist schön dick. Ihr müsst nur aufpassen auf der Mitte hier. Die Falz ist natürlich empfindlich gegen Belastung. Auf der Rückseite ist im Prinzip das gleiche Dorf wieder gemalt, ohne Markierungen.
Hier könnt ihr euch das auch im Prinzip selbst, ihr könnt im Prinzip auch hier spielen. Ihr könnt dann sagen, da ist die Fans, da ist die Rübarer da, hier ist das Radio A, da oben ist Radio B. Und dann kann man, hier sind die Felder, das seht ihr auch hier markiert, und Safe House, Café. Also das lässt sich durchaus auch auf dieser Seite spielen, das Ganze. Man muss dann nur die Ortsnamen entweder auswendig kennen oder sich dann überlegen, wie es, also hier wäre dann der Poor District, hier wäre dann Black Market, hier ist dann der Große, da steht es dann, glaube ich, auch dran, ein Schildchen, ich kann es jetzt nicht lesen. Hier wäre ein Spare Room, dann müsste hier der andere Spare Room sein, dann ist Radio A hier. Und was fehlt noch? Poor District. Der Doktor müsste dann irgendwo hier sein. Die Fans ist hier oben. Pont du Nord, Pont l'Evêque. Auf jeden Fall. Und dann müssten noch zwei Spare Rooms hier rechts sein. Das könnten dann zum Beispiel hier oder diese Gebäude sein, diese beiden. Also das kann man auch auf dieser Seite spielen. Ich finde es hübsch gemacht. Auch das ist von Jake Staines. Der hat also das komplette Spiel entworfen. Ich verlinke euch auch das Boardgame Geek Profil. Auch da wird nochmal über die Kampagne diskutiert im Forum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und von meiner Seite aus eine klare Empfehlung für jemanden, der Solo gerne ein bisschen vor sich hin kombiniert, ein bisschen Worker Placement im kleinen Stile. Hübsche Komponenten, schönes Artwork, nettes kleines Spielchen. Nichts allzu Komplexes, aber auch nicht einfach zu gewinnen. Das ist nicht einfach mal so eben schnell runtergezockt und dann gewonnen. Da muss man schon ein bisschen grübeln, ein bisschen Glück haben auch. Und dann funktioniert das für mich hervorragend, dieses kleine Spielchen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr die Kampagne backen wollt. Und wenn nicht, hat es euch hoffentlich trotzdem gefallen, das ganze Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende. Für mich ist es im Moment Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich das Video auch hochladen kann. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.